Brains. Ja, huhu, hier wieder mit Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und wir spielen einen All-Star und zwar den Golfstar und versuchen hier die Pflanzen zu behaken. Dann werden wir schon direkt wieder richtig äumelig beschossen, mit Feuerschnappern angegriffen und so weiter. Okay, das ist nur ein Maler gewesen. Ich warne euch gleich schon mal vor, diese Runde könnte super schnell vorbei sein. Ich versuche jetzt schon seit 3-4 Runden aufzunehmen. Aber wir schaffen es nie über den zweiten Garten. Also egal, ob ich auf Seiten der Pflanzen spiele oder auf Seiten der Zombies spiele. Es ist völlig egal. Ich kann auch Teams wechseln, wie ich lustig bin. Es geht nie über den zweiten Garten hinaus. Irgendwie ist das so ein Problem dieser Lobby gerade. Deswegen versuchen wir jetzt mal relativ schnell hier den Weg frei zu machen. Ein paar Pflanzentöpfe zu besiegen und jetzt habe ich eine Kartoffelmine zumindest noch mitgenommen. Und versuchen mal reinzulaufen. Weil das ist, boah, was machen die denn hier vorne, ey? Das ist ja wieder total nervig. So, und schon wieder die Hälfte der Leben verloren, bevor es überhaupt richtig losging. Das kann ja nichts werden. Aber gut, da ist noch ein Pflanzenteam unterwegs hier, die... Ah, das war der Schnapper. Gut, aber ich habe gut mit dem Wichtkick aufgeräumt im Pflanzenterritorium. Aber einnehmen, einnehmen, Leute, wir müssen einnehmen. Ich weiß auch nicht, was so los ist mit meinem Teams immer. Wie gesagt, ich könnte auch in dieser Lobby die Teams wechseln, wie ich lustig bin. Es ist völlig egal. Schleichen wir uns mal hier rüber an. Der Eispilz muss auch weg. So. Und hier nochmal. Zack. Und schon wieder eine Kartoffelmine zerstört, immer auf derselben Stelle. Und immer vom gleichen Typen wahrscheinlich. Ja. Es läuft nicht bei uns. Es wird wieder am ersten Garten scheitern. Ich sehe das schon kommen. Ich bin heute total der Pessimist. Ja. Gerade so eine halbe Hiobsbotschaft bekommen. Ich ziehe ja bald um. Und man hat mir schon eröffnet, dass das Internet nicht fertig sein wird, wenn ich umziehe. Wo ist dieser Scheiß? Ah, es sind zwei Feuerschnapper auch noch. Ja, da gut, da habe ich natürlich keine Chance, aber ich habe ein bisschen habe ich eingenommen. Ja. Nee, dass das Internet halt nicht fertig sein wird, wenn ich umgezogen bin. Das heißt, ich werde wohl wahrscheinlich so einen Monat lang ohne Internet nicht wirklich, weil man hat ja mit dem Handy immer noch ein bisschen Internet, aber halt ohne Internet was halbwegs was kann. Also keine YouTube-Videos, keine Spiele und so, oh, das wird hart. Kartoffelminen, egal. Und ja, das ist schon ein bisschen blöd. Das heißt, ihr werdet dann auch voll lange auf mich verzichten müssen. Und ich auf euch. Ich weiß nicht, wie soll ich das überleben? Ohne Internet. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich bin voll süchtig. So, hier. Da muss was rein. Ah, jawohl. Ich nehme ein. Ich nehme ein. Und ihr habt keine Chance. Na gut, ihr habt wohl eine Chance. Ja. Olarik, der hatte eine Chance und da wollte mich jemand wiederbeleben, aber naja. Da ist noch ein All-Star-Kollege inzwischen, ganz gut. So, und wir gehen hier wieder. Noch habe ich also ein kleines bisschen Hoffnung für den ersten Garten. Also habe ich wieder einen geholt. Ja, noch einen. Noch einen. Ja, dann kommt der Erbsenagent und macht die Sache klar. Rond C. Aber wir haben gut eingenommen. 2 Minuten noch und ein bisschen noch vom Garten. Aber wie ihr seht, das ist alles sehr zäh.
Und ich fürchte wirklich, am zweiten Garten ist es da. Ach ja, genau, wenn ich ganz hinten bin. Und naja, gut, Hauptsache den Garten eingenommen. Das ist schon mal ein Vorteil. So, zweiter Garten, das ist jetzt die kritische Stelle für diese Lobby. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt schon einiges gespielt. Ich habe gar nicht mitgezählt, aber es ist einiges her. Und der zweite Garten wurde noch nie eingenommen in meiner Aufnahmesession hier. Noch nie. Und wenn ich nie sage, meine ich nie. So, und hier feuern sie schon wieder aus der Ferne. So, wir holen uns hier dicke Zombies. Ich habe leider nicht so viele dicke Zombies. Dicke Zombies. Ja, da sind sie auch schon wieder. Da sitzen sie. Komm, lass mich doch vorbei, du bescheuerter Idiot. Ey, Junge, 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 das schaffst du nicht. Du bist mein. So, dann gehen wir mal außen rum und versuchen, die mal von hinten zu erledigen. Aber ich fürchte, das wird gut verteidigt. Mal hinten rumlaufen. Eine Drohne. Wo bist du, Drohne? Eigentlich kann der Golfster ganz gut Drohnen töten, aber wenn sie nicht. Komm, den. Ja, okay, das war nicht so cool. 3TMK gespielt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, als ob da Leute über TeamSpeak irgendwie verbunden sind. Der Typ mit der Drohne, hey, hier hinten ist einer und zack, schon war eine Erbse da. Normalerweise geht hier auf die Ecke kein Schwein hingucken. Ist auch viel zu weit weg vom Schuss. Und dass sich da hinten immer eine Erbse hin verliert. So, der Kaktus ist mein. Ah, oder auch nicht. Meine Vorlage. Und hier oben, der Ronze, der steht da oben. Und wir haben nur noch 2 Minuten für den Garten und das, wie gesagt, oh, der Teleporter steht. Teleporter steht, Teleporter steht. Okay, wir brauchen dicke Zombies. Holt dicke Zombies, Leute. Ich habe keine mehr. Bei diesen harten. So, Spieler besiegt, das ist gut. Ah, oh, da kommt die Bohne. Ja, 2 Leute weggeholt. Perfekt. Ein bisschen. Ja, ich habe nicht eingenommen, ne? Das ist scheiße. Weil ich alleine im Garten war. Komm hier, du Eis-Allstar oder was auch immer du da bist. Ja. Warum ruft er denn keine Zombies? Ah, toll, so ein Pylonen-Zombie, das bringt überhaupt nichts. Wir brauchen dicke, fette Leute hier. Da hinten ist dieser Scheiß. Ich muss rein, ich muss rein, ich muss rein, ich muss rein. Ja, immerhin ein bisschen Ziel erobert. Und noch ein Wichtkick gesetzt. Naja, das Einzige, womit ich hier was reiße mit dem Wichtkick. Ich glaube, ich brauche einen Charakter, der nur Kicks heißt es. Wichtkick. Jawohl, hier ein Klo, super. Klos finde ich gut. Dann kommt der Schnapper. Komm mal her, Schnapper. Haha. Dann kommst du wohl nicht dran vorbei, du blöder Almel. Ja, ich aber auch nicht. So, Schnapper. Hier bin ich. Dead. So. Und hat er mich aber wenigstens schön davon abgehalten, in den Garten reinzustürmen. Hier geht der Wicht rein. Einnehmen, einnehmen, einnehmen. Jawohl, wir sind 4 Leute. Das kann klappen, das kann klappen, das kann klappen. Gucken wir nach hinten. Ja, es sieht gut aus. Da ist ein Schnapper. Der muss weg. Ah, wir haben ihn eingenommen, Leute. Wir haben einen. Ah, den zweiten Schnapper habe ich auch überlebt. Ah, da hat er sich gerächt. Der Janka 2000.
Ich habe den Schutz einen Tick zu früh gesetzt, zu spät gesetzt. Na gut, wir gehen schon mal da, wo der Teleporter steht. Mal direkt schon wieder schnelle Zombies holen hier. Pilze töten. Ja, ist mir egal hier, zack. Hier direkt rein, ein bisschen einnehmen, bisschen Amok laufen, sich töten lassen. Aber so müssen sie sich mit mir beschäftigen. Aber fünf Pflanzen im Garten, Leute. Fünf Pflanzen. Wir kämpfen mit allen Mitteln. So. Und wir brauchen Zombies. Wir brauchen. Na gut, hier Pylonen, komm. Noch brauchen. Ich habe auch nicht mehr. Die dicken Zombies habe ich einfach nicht mehr. Ich glaube, ich versuche es mal auf der anderen Seite. Und gehe nicht durch den Teleport. Und hol dann hier so eine Reihe Zombies. Was können wir. Hier, Fässer habe ich noch. Fässer sind auch gut. Und hier noch ein Fass. Jawohl. Wieder drei Pflanzen, zwei Pflanzen im Garten. Die stehen alle hier hinten rum. Komm. So, immerhin. Ein bisschen Pflanzen beseitigt. Aber gut, die sind schneller wieder am Garten als ich. Von daher. Aber das war gar nicht so schlecht, so hier hinten rum zu kommen. Und vor allen Dingen meine Fass-Zombies kommen hoffentlich durch. Ja, da kommen sie schon. Garteneroberungsvorlage, da sind meine Fass-Zombies im Garten. Garteneroberungsvorlage, super. Jetzt läuft's. Komm, ich hole noch ein Fass. Noch habe ich welche. Und hier die Schnapper müssen sterben. Noch ein Wichtkick. Ja, wieder welche rausgeholt. Hätten es Heilung. So, schön hier Leute wegnehmen. Und wir haben den Garten erobert, Leute. Den dritten Garten. Das ist, für diese Lobby ist das mega gut. Also ich weiß ja nicht, ihr könnt das jetzt nicht nachvollziehen, aber ich bin echt gefrustet gewesen jetzt die ersten Runden. So, was schnell ist, was schnell im Garten ist. Weil ich möchte das hier gewinnen. Ich bin geladen. Und feier, wie man so schön sagt. Da ist ein Kaktus. Stirb, Kaktus. Hat er hier was hingelegt? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, geh du den Kaktus jagen. Ich höre irgendwo schon wieder einen Schnapper. Hier, lauter Fahnen-Zombies, die sind schnell im Garten. Leider auch schnell tot, aber gut. Gehen hier oben rum. Holen uns den Kaktus. Und der Erbsenagent mit seiner nicht hörbaren Munition, den habe ich zu spät entdeckt. Leider, leider. Los, Leute, wir haben noch kein einziges Mal ein bisschen den Garten eingenommen. Wir müssen da rein. Wir müssen das schaffen. Leute, 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 Leute. Ich wünschte, der Allstar hätte so ein Speed-Upgrade. Ja, hier, holt Zombies. Ist gut, ist super. Ich mache hier ein paar Zöpfe platt. Da ich so, zack. Und hier, zack. Und, yes! Und noch ein. Und trotzdem bleibe ich eingeschleimt, aber ich werde mir geheilt. Hier die Erbse. Komm, die muss. Ah, oh, die ist immer noch am Leben. Verdammte Ja. Aber der Wichtkick eben, der war richtig, richtig gut. Also ich bin, was Wichtkicker angeht, bin ich momentan mit mir zufrieden. Nur mit meiner Baseballkanone noch nicht. Nur mal so ein Tänzer hier. Hier, komm, kannst du vergessen, wir müssen außen rum. Die Pflanzen verteidigen da vorne wie die Weltmeister. So, hier rein. Wichtkick.
alle Kartoffelminen aus dem Weg räumen. Wo ist diese Scheißpflanze? Ah, hat sich versteckt. Die Lika. Oder sie. Wer weiß, ob es eine er oder eine sie ist. Man weiß es nicht so genau. Weiß man bei meinem Nickname auch nicht. Wenn man mich nicht kennt. So. Aber immerhin, wir haben ein bisschen eingenommen, Leute. Das ist gut. Also gehen wir jetzt frontal wieder rein, weil anscheinend ist die Gegenwehr der Pflanzen momentan etwas gebrochen. Hier. So, zack. Und hier ein Wichtkick rein, der zwar ausnahmsweise mal nichts gebracht hat. Obwohl doch, ich habe jemanden getötet damit. Okay. So, in den Garten rein. Verteidigung der Pflanze steht anscheinend wieder mit zwei. Das heißt, wir gehen wieder außen rum. Die Pflanzentöpfe hier sind kaputt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, Wichtkick. Scheiß Plasma-Erbse. Ah, ich hab dir das gesehen, wie ich konstant daneben geschossen habe. Ich meine nicht, dass ich das sonst super viel treffen würde, aber... Weiß ich, hab den schon fünfmal gekillt? Nee, kann eigentlich nicht sein. Was sei denn mit Wichtkicks? Ja, wir nehmen einen. Ah, und jetzt, wo ich ganz hinten bin. Na gut. Aber wir haben den Garten eingenommen, Leute. Das ist super. Also ich weiß, es klingt doof, aber wenn ihr die ersten Spiele jetzt hier so mitgekriegt hättet, das war so frustig. So, allererste Mal in dieser Session, die ich hier spiele. In den dritten und jetzt auch in den vierten Garten. Läuft. Da oben ist ein Kaktus. Da oben ist eine Kaktusdrohne. Und hier. Ah, ja, Heilung. Yes. So. Wo sind denn hier. Da ist ein Kaktus. Ja, das mit der. Nee, auch. Siehst du? Ich hab dich geholt. Ah, nee, dich nicht, aber den Kaktus. Die Lika. Die gute Lika. Hat mich schon dreimal gekillt. So. Ja, hier gibt's gerade einen Kornschlag. Da will ich jetzt nicht unbedingt reinlaufen. Hab's einen Agent. Nicht Agent, sondern Gesetzeserbse. Komm, stirb! So. Das Verwurzeln war dein Tod. Wenn du gelaufen wärst, hättest du mich, glaube ich, gekriegt. Da ist ein Kaktus. So. Und noch ein Tänzer. Rein in den Garten, Leute. Rein in den Garten. So, hier geht's ab. Kornschläge oder was auch immer. Hier ist Heilung. Ah, ich wollte zur Heilung und werde niedergemacht von Simtiger 2000. Simtiger erinnert mich irgendwie an Fruchttiger. Hab ich nie trinken dürfen früher. Wäre zu viel Zucker drin, angeblich. Da ist eine Bohne, was? So, hier, einnehmen, Leute. Wir nehmen einen. Super. Zwei Leute im Garten. Läuft. Ja. Es läuft. Und da kommt noch eine Bohne. Das heißt, wir gehen weg hier. Komm. Den Pilz. So. Haben wir. Läuft. Okay, die Kartoffelmine hat uns dann den Tod gekostet, aber den Garten haben wir so gut wie. Yes. Das sieht gut aus. So, die Vorlage kassiert. So, ist hier noch irgendwo was? Außer der Bombe? Anscheinend nicht. So, und direkt weiter in den nächsten Garten. Ich will das hier gewinnen. Ich meine, der Garten hier sollte... recht einfach einzunehmen sein, da rechnen, glaube ich, auch Braunmantel-Zombies. Wo ist der Bärenwerfer, verdammte Mist? Da.
So, durchgerusht. Ja, und wieder einen da mitgenommen. Also der Wichtkick sitzt fast immer bei mir. Und wenn er nur einen mitnimmt. Ist okay. Ich bin momentan ganz zufrieden mit dem Ganzen. So. Fliegen die Bohnen. Ach gut, die hat man ja nicht. Oh, und es kommt wieder von oben der Erbsenschalldämpfer. Schalldämpfer. Aber gut, wir nehmen das ein, Das ist kein Thema. Das läuft. So, und jetzt. Im Finale müssen sich die Zombies noch mal ordentlich reinhauen hier. Jetzt will ich aber auch alles. Ich will den Sieg. Und das wäre echt eine Sensation, wenn man die vorigen Runden betrachtet. Das wäre echt eine Sensation. Es ist so, als wenn im Fußball ein Regionalligist die Champions League gewinnt. So wäre der Sieg hier für die Zombies. Das wäre das Ereignis der Plants vs. Zombies. Da ist ein Scheiß auf Killstreaks von 50 oder mehr. Hier bei sowas zeigt sich, ob die Zombies drauf haben oder nicht. Nichts. Okay. Erstmal hier die Gegenwehr zerstören. Einmal durchraschen, die Sonnenblume vertreiben. Aber gut, sie hat es überlebt, weil sie gerade erst frisch gespawnt war wahrscheinlich. Aber zumindest haben wir zwei Pflanzentöpfe schon mal beseitigt. Das sollte meinen Mitzombies helfen. Jetzt müssen nur noch unsere Ingenieure hier gut den Teleport schnell bauen, weil der Weg ist lang. Und los, los, los. Ich will einen spurtenden All-Star sehen. Auch im Golf muss man laufen, mein Lieber. Auch im Golf muss man laufen. Da ist wieder die Sonnenblume. So. Ist das schon wieder überlebt? So Drecksvieh. Ja gut, sich in ein Beschussduell mit einem Kaktus einzulassen, ist natürlich als All-Star, vor allen Dingen als Golfstar. Oh, mein Mikrofon. Nicht die beste Idee. Oh, kommt Leute, wo sind die Ingenieure, die uns den Teleport dahin bauen? Was habt ihr eigentlich? Ihr habt nur eine einzige Aufgabe. Komm, ich will weg von dir. Na ja, gut, der ist weg. Das hat schon wieder Zeit gekostet. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. So, Heilzombie, komm. Aber auch das kostet Zeit. So, wir gehen einmal hinten rum. Wir gehen auf der Seite hier hinten rum. Da erwartet uns wahrscheinlich keiner. Und holen Zombies. So, das ist eine Feuererbse. Die muss erstmal weg. Der Seite auch. So, und kann ich noch irgendwo einen Kick hinsetzen? Nein, vielleicht kann ich sogar. Komm, 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 komm. Ah, Scheiße. Schade, 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 schade. Aber es war knapp. Wir hätten es vielleicht. Oh, der Teleport steht. Jetzt geht's los. Aber wir haben auch nur noch eineinhalb Minuten. Sehr gut, hier dieser Hot Rod Schnapper hat es nicht verdient zu leben. Oh Gott. Auf der Seite mit dem Teleport ist aber auch viel los. Ah, es sieht nicht gut aus. Wir haben noch keinen einzigen Sprengsatz gezündet. Lasst mich mal außen rumlaufen. So, hier. Jo, den habe ich geholt. Perfekt. Obwohl mein
Boah, hat er mich jetzt von vorne gefressen? Seit wann können Schnapper von vorne fressen? Ja, Leute, das wird nichts. 40 Sekunden für 4 Sprengsätze, das geht nicht. Ein Trauerspiel. Und ich sagte, es wäre eine Sensation gewesen. Und hier verbauen uns die freundlichen Allstars auch noch den direkten Weg. Und, nee. Gucken, ob wir noch einen Kill mitnehmen können. Hier lungern sie alle rum. Auf einem Haufen. Das heißt, wir hauen dann einen Lichtkick rein. So, aber der verdammte Pilz, der Unheilspilz, ja, wiederbeleben bringt jetzt auch nichts mehr. Extra Zeit gibt es ja hier nicht. Das ist die Niederlage, die klägliche, schändliche Niederlage für die Zombies. Die Gurkenrakete startet und wird den Berg Zombosberg oder wie auch immer vernichten. 15.000 Coins, das ist für mich viel. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das viel. 40 Kills, wow. Oh, ich glaube, das ist sogar fast, könnte fast ein Rekord von mir sein, hier, während ich aufnehme. 40 Kills. Müsste ich selber mal gucken, ob ich irgendwann mal 40 Kills geschafft habe. Wir machen mal ein Päckchen auf. Was machen wir mal auf hier? Ich glaube, hier habe ich noch nicht alles. Ja, hier so ein paar Gesten, siehst du? Und super, Pflanzen haben wir auch. Die sind immer gut, Bambuswumm. Ja, und Staubschlucker von der Erbse und ein fröhlicher Drehkitzler von der Sonnenblume. Super. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Plants vs. Zombies mit dem Koali. Und tschüss.